Wir sind heute im Roten Rathaus zum Roundtable Games zusammengekommen. Ein runder Tisch mit allen Akteuren aus der Computerspiel- und Gamesbranche in Berlin, die mittlerweile ein ganz starkes Wachstum in der Hauptstadt hingelegt hat. In den letzten Jahren sehr, sehr viele junge, kreative Talente, die sich gegründet haben, die mit Startup-Unternehmen die Gamesbranche voranbringen. Und wir haben ein Ziel in Berlin. Wir wollen Games-Standort Nummer 1 in Deutschland werden. Wir unterstützen mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg und dem Medianet Berlin-Brandenburg die Entwicklung der Gamesbranche in der deutschen Hauptstadt und damit fördern und unterstützen wir natürlich die Innovationskraft des Landes, neue Technologien in der Hauptstadt und eine Wirtschaftskraft, die Zukunft hat. Mein Name ist Sandro von Tucano Interactive. Ich durfte heute hier ein bisschen über Dorfromantik erzählen, unser Debüttitel, ein kreatives Aufbaustrategie und Puzzlespiel. Ich finde es ganz wichtig, dass wir über Spiele auch made in Germany oder in Berlin reden, denn Spiele sind für mich eigentlich die höchste Form der Kunstform, die wir heute im 21. Jahrhundert machen können. Es gibt eine gesellschaftliche Relevanz. Jeder sechste Deutsche zwischen 6 und 69 Jahren in Deutschland spielt Videospiele und eine wirtschaftliche Relevanz, wie wir heute besprochen haben. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns auch mit an den Tisch setzen, diese Landschaft mit unseren Vorstellungen und Werten mitgestalten.